In Kabul haben die Taliban am Dienstag erste Mitglieder ihrer Regierung bekannt gegeben. Ein Sprecher sagte, Mohammed Hassan Akhund werde an der Spitze der neuen Regierung stehen. Er gehört zur alten Garde der Islamisten. Akhunds Stellvertreter werde der Taliban-Mitbegründer Abdul Ghani Baradar. Der Taliban-Vertreter sprach von einem vorübergehenden Kabinett. Darüber, wie lange die Übergangszeit dauern soll, machte er keine Angaben. Frauen sind nicht unter den vorgestellten Regierungsmitgliedern. Das Frauenministerium wurde umbenannt in Ministerium für Tugend und Moral. Lassen wir uns das erklären und einordnen von Franz Marti, freier Journalist in Kabul. Welches Signal oder welche Signale senden die Taliban mit dieser personellen Zusammensetzung der Übergangsregierung? Das Hauptsignal, das sie senden, ist, dass sie sich berechtigt fühlen, wenn auch immer sie wollen, einzusetzen, dass sie da nicht irgendwie politische Opposition beteiligen oder andere politische Strömungen oder dass sie sich vom Ausland beeinflussen lassen. Beispielsweise Hassan Akhund ist auf der UN-Sanktionsliste. Andere Mitglieder sind von den Amerikanern als auf der Terrorliste gesetzt mit hohen Kopfgeldern. Von dem her, ja, das Hauptsignal ist, dass sie sich berechtigt fühlen, wenn auch immer sie wollen, einzusetzen. Eine kleine Korrektur, das Ministerium für Tugend, das ist nicht das Frauenministerium, das ist eine separate Geschichte. Das Frauenministerium fiel einfach weg. Wie sind denn die Reaktionen in Kabul? Es ist hier Abend in Kabul, also von dem her viele Reaktionen hat es nicht jetzt gegeben oder zumindest öffentlich nicht auf sozialen Medien oder auch bei den Leuten, die Proteste heute organisiert haben, ist das natürlich auf Ablehnung gestoßen. Es seien alles Mullahs, es seien praktisch alles Pashtunen, das sei nicht inklusiv, das sei nicht akzeptabel. Das ist natürlich, diese Reaktionen kommen von Aktivisten. Viele Leute sind auch apolitisch oder müssen apolitisch sein, weil die versuchen nur irgendwie zu überleben. Denen ist es, also die beschäftigen sich nicht groß damit, wer eingesetzt wird und wer nicht. Aber eben bei den politisch Aktiven wird das sicher auf breiten Widerstand stoßen. Wie sehr sich dann diesen in Protesten manifestieren wird oder in anderem Widerstand, das bleibt abzuwarten. Ich danke Ihnen fürs Einschätzen, Franz Marti. Und eine große Frage ist auch, ob durch den Sieg der Taliban auch andere islamistische Gruppen wieder mehr Zulauf bekommen. Ein afghanischer Ableger des Terrornetzwerks IS hatte Ende August ja einen schweren Selbstmordanschlag am Flughafen von Kabul verübt. Kann der IS auch in anderen Ländern wieder mächtiger werden? Genau das befürchten Beobachter in Syrien. Dort war der IS vor 2 Jahren im Osten mit Hilfe kurdischer Milizen und des US-Militärs niedergeschlagen worden. Wie sieht es jetzt dort aus? Seit dem Tod seines Vaters traut sich Aso Abdulaziz kaum noch vor die Tür. Wenige hundert Meter entfernt von hier töteten 2 Männer auf einem Motorrad den Gemeinderat mit 8 Schüssen. Er wollte sich der Terrormiliz IS nicht unterwerfen. Nun fürchtet Aso um seine Frau und Kinder. Ich habe Angst, dass sie meine Familie ins Visier nehmen. Wir wurden ja schon vor dem Tod meines Vaters bedroht. Die meisten meiner Verwandten haben 2014 gegen den IS gekämpft. Wir wurden von ihnen viele Male angegriffen. Mein jüngerer Bruder wurde vor 2 Jahren vom IS umgebracht. Sha'il gilt als IS-Hochburg im Osten Syriens. Eine von vielen in der Provinz Deir es-Zor. 2019 haben kurdische Kämpfer die Herrschaft der Islamisten beendet, mit Unterstützung der USA. Die selbsternannten Gotteskrieger aber gingen in den Untergrund, verbreiten nun von dort Angst und Schrecken, ermorden jeden, der sich ihnen widersetzt. Sie halten dagegen. Kurdische Kämpfer üben den Angriff auf eine IS-Schläferzelle. Ein Routineeinsatz im realen Leben. So wollen sie die Terrormiliz in Schach halten. Denn die Zahl von IS-Anschlägen steigt dramatisch. Allein im Juli waren es in der Provinz 18. Der Sieg der Taliban gibt auch den Dschihadisten hier Auftrieb, glaubt Befehlshaber Siament Ali vom kurdisch-arabischen SDF-Bündnis. Nach dem Terroranschlag am Flughafen von Kabul fürchtet er auch in Syrien eine neue Terrorwelle.
Der Selbstmordanschlag in Kabul hatte das Ziel, neue IS-Anhänger zu gewinnen, damit sie sich wieder stärker aufstellen können. Es wird einen erneuerten IS in neuem Gewand, mit neuen Methoden und viel gefährlicheren Operationen als bislang geben. Nicht nur in Afghanistan, sondern in vielen Ländern. Kurdische Spezialeinheiten aber wollen dem IS nicht weichen, zeigen Präsenz, gehen auf Patrouille. Vor allem nachts kommen die IS-Kämpfer aus ihren Verstecken, erpressen Schutzgeld, nehmen Geiseln, morden. Kontrollpunkt an einer Kreuzung zwischen zwei Dörfern, die als IS-Hochburgen gelten. Die Einsatzkräfte fahnden nach Selbstmordattentätern, durchsuchen Fahrzeuge auf Waffen und Sprengstoff, auch wenn sie das ihr Leben kosten könnte. Sie füllen Motorräder mit Sprengstoff und zünden sie. Sie setzen Sprengfallen gegen uns ein. Manchmal greifen sie uns als Gruppe an, schießen auf uns und verschwinden wieder. Das ist schon viele Male geschehen. Bei solchen Razzien wollen sie die Drahtzieher stellen. Häufig kommen Tipps von Nachbarn. Vor kurzem erst haben sie einen hochrangigen IS-Anführer festgenommen. Im Juli 120 Schläferzellen ausgehoben. Doch immer neue kommen nach. Also Ahmed Aziz verschanzt sich nun im Haus und hofft, dass sie nicht auch seine Familie erwischen. Die Rückkehr der Terrormiliz im Osten Syriens ist sie schon ein Stück weit Realität. Vertiefen möchte ich das Thema mit Franziska Filmer von Amnesty International. Hallo. Ich grüße Sie. Was hören Sie aus Syrien? Wie steht es um die Menschenrechtslage dort? Die Menschenrechtslage in Syrien ist nach wie vor prekär. Man hört immer wieder, dass die Kampfhandlungen nachgelassen haben, aber das heißt überhaupt nicht, dass es für die Menschen dort sicher ist. Der Geheimdienst ist nach wie vor aktiv überall. Und der aktuelle Lagebericht des Auswärtigen Amts, der spiegelt genau diese Situation auch wider. Jetzt geht es ja in dem aktuellen Amnesty-Bericht insbesondere eben auch um die Gefahr, die von den syrischen Geheimdiensten ausgeht. Folter und sexualisierte Gewalt gegen Geflüchtete, die wieder nach Syrien zurückgekehrt sind. Was ist da genau die Dimension? Das ist richtig, richtig problematisch und tragisch. Wir haben insgesamt 66 Fälle dokumentieren können im Zeitraum von 2017 bis 2021. Und bei diesen Fällen haben wir dokumentieren müssen, dass viele von diesen Menschen entweder gefoltert wurden oder vergewaltigt wurden, stark misshandelt wurden. Alle davon sind in willkürliche Haft gekommen über viel, viel lange, lange Zeit. Es gibt 5 Todesfälle, die wir bedauern müssen. Und es gibt 17 Menschen, bei denen man nicht weiß, wo sie geblieben sind. Und bei all diesen Fällen handelt es sich um Menschen, die zurückgekehrt sind nach Syrien aus verschiedenen Gründen. Entweder weil sie in ihrer Heimatregion geblieben sind, nämlich im Libanon, und dort kein Auskommen mehr finden. Oder aber weil sie auch gehofft haben, sie haben eine Security Clearance bekommen. Also sie sind sicher vor dem Geheimdienst und das war nicht der Fall. Und zwar ist es folgendermaßen, die Sicherheitskräfte unterstellen den Menschen, die geflohen sind, allein weil sie geflohen sind, dass sie zu den sogenannten Rebellen gehören oder weil sie in der Region, wo es die Rebellenhochburgen gegeben hat, leben und dort Unterschlupf gefunden haben, dass sie dort automatisch dazugehören. Und das führt dazu, dass sie diesen schwersten Misshandlungen ausgesetzt sind und das ganz, ganz klar ist, auch weil das in der Region von Damaskus stattfindet, dass es überhaupt keine Region in Syrien gibt, die für Rückkehrerinnen derzeit sicher ist. Aus Ihren Augen, aus Ihrer Sicht als asylpolitische Expertin bei Amnesty ist ja die Konsequenz, die Sie von der Bundesregierung fordern, ein Abschiebestopp nach Syrien. Kritiker werden aber einwenden, dass es ja doch Gebiete gibt, in denen Syrerinnen und Syrer sicher leben können. Was entgegnen Sie denen? Es ist tatsächlich so, dass dieser Bericht nahelegt und wir fordern auch alle europäischen Mitgliedstaaten darin auf, das davon Abstand zu nehmen. Er legt nahe, dass Menschen, die dorthin zurückkehren, Syrerinnen, die vorher geflohen sind, nicht sicher sind vor all diesen Misshandlungen und dass man deshalb auch weder eine freiwillige Rückkehr dorthin fördern sollte, noch Abschiebungen dorthin vornehmen sollte. Und das heißt, bedeutet auch für die europäischen Mitgliedstaaten, dass es nach wie vor wichtig ist, dass
syrische Flüchtlinge tatsächlich einen Flüchtlingsstatus bekommen, dass sie den nicht aberkannt bekommen dürfen oder in Abschiebungshaft landen, wie derzeit beispielsweise in Dänemark. Es bedeutet auch, dass weiter humanitäre Hilfe geleistet werden muss in die Nachbarregionen, zum Libanon hin, nach Jordanien, in die Türkei, weil die dort die meisten syrischen Flüchtlinge aufgenommen haben. Mhm. Und natürlich muss man auch per Resettlement versuchen, dort auch Menschen aufzunehmen, die dann in Deutschland eine neue Perspektive haben können. Forderungen der Asylexpertin Franziska Filmer von Amnesty International. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Ja, und die Opposition wollte im Bundestag eigentlich auch dringend noch mal über die Fehler beim Bundeswehrabzug aus Afghanistan diskutieren. Aber das wurde von den Abgeordneten der noch Regierungsparteien Union und SPD abgeschmettert. Was wird aber aus den afghanischen Helfern der Bundeswehr? Und was wird aus allen, die für eine demokratische und gleichberechtigte Gesellschaft in Afghanistan gekämpft haben? In einem offenen Brief fordern prominente Kulturschaffende in Deutschland, wie Regisseur Volker Schlöndorff oder Dirigent Daniel Barenboim, eine Schutzzusage. Währenddessen bangen direkte Angehörige um das Leben ihrer Verwandten in Afghanistan. Heute bringt Nagis eine kleine Box voller Geldspenden mit aus der Schule. Die 20-jährige Afghanin kam mit ihren Eltern und Geschwistern vor 5 Jahren nach Berlin. Eine Flucht vor den Taliban. Doch mehrere Verwandte stecken noch immer in Afghanistan fest. Am meisten sorgt sich Nagis um ihre Tante, eine Politikerin, die sich in Kabul versteckt hält. Zurzeit geht sie nicht mehr aus dem Haus raus, weil sie weiß, dass sie sehr aktiv war. Sie hat ganz vieles gemacht, aber wenn sie rauskommt, ist es gefährlich. Es geht um Leben und Tod. Nagis ist sich nicht sicher, ob ihre Tante überhaupt auf der offiziellen Liste der Bundesregierung für Ortskräfte und Schutzbedürftige aus Afghanistan steht. Ich fühle mich hier in Deutschland sehr machtlos, hilflos, einfach komplett verloren, weil in Afghanistan gibt es eine sehr große menschliche Krise. Und Deutschland schaut weg, andere Länder aber auch. Allgemein die komplette Welt schaut weg. Nagis merkt, sie ist die einzige Hoffnung, die ihrer Familie in Afghanistan gerade bleibt. Sie nutzt jede Gelegenheit, um sich Gehör zu verschaffen. Zum Beispiel Ende August bei Olaf Scholz, Finanzminister und Kanzlerkandidat der SPD. Doch von diesem Gespräch ist Nagis enttäuscht. Für seinen Wahlkampf spricht er da auf der Bühne über irgendwas. Aber im Wahren tut er gar nichts. Und da frage ich mich, wie kann Olaf Scholz da vorne von Sicherheit, von Familie, von Zusammensein und sowas reden, obwohl wir hier gerade eine komplett andere Welt leben? Wie das Evakuierungsprogramm aus Afghanistan weitergeht, liegt hauptsächlich in der Zuständigkeit des Außenministeriums. Nagis hat alle Unterlagen ihrer Familie übermittelt. Bisher kam keine Rückmeldung. Das Warten sei eine Qual, sagt sie. Es ist schon ein bisschen schwer, als eine junge Frau, als eine Schülerin, als ein Mädchen halt gerade mit alles zu kämpfen, mit ganzer Welt. Weil ich bin ja auch ein Mädchen und ich will auch so wie alle anderen Freunde so einfach meine große Sorge sein, dass, was soll ich morgen anziehen? Ich will, dass das meine große Sorge wird und nicht, dass ich mit der Welt kämpfe.